Herr Kohl, herzlichen Glückwunsch für das überdurchschnittliche Abschneiden beim Great Place to Work Wettbewerb. Sie sind ja auch für einige Initiativen ausgezeichnet worden, über die wir jetzt gerne reden wollen. Eine davon ist das Thema Work-Life-Balance. Da sagt die Jury, dass sie sich da überdurchschnittlich engagieren. Und da würden wir jetzt gerne wissen, anhand von einigen Beispielen, was Sie so tun. Ja, gerne. Vielen Dank für die Glückwünsche. Tatsächlich ist es ja so, dass gerade in der ITK-Branche der Wettbewerb um Talente so hart geführt wird wie noch nie. Und da müssen wir als Unternehmen natürlich auch Sorge dafür tragen, dass wir dieses höchste Gut, das wir haben, den Mitarbeiter, sehr, sehr gut behandeln und uns kümmern. Wie äußert sich das gerade in dem Umfeld Work-Life-Balance? Mal ein ganz praktisches Beispiel. Wir sind sehr großzügig, wenn es um Feiertage geht. Wir haben Büros in Hamburg, Berlin und München. Und tatsächlich bekommt jeder Mitarbeiter die Feiertage, die in diesen drei Bundesländern stattfinden, auch frei, egal wo er zu Hause ist. Das Zweite, wenn ein Feiertag mal auf einen Samstag oder einen Sonntag fallen sollte, bekommen wir Freitag oder eben auch Montag frei. Vielleicht was ganz Aktuelles, in Berlin ist ja der 8. März als Weltfrauentag ein Feiertag. Auch den bekommt die Belegschaft von Adobe Deutschland frei, weil gerade auch das Thema Frauen am Arbeitsplatz für uns sehr wichtig sind. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zu sprechen. Andere Dinge sind Dinge wie flexible Arbeitszeiten, von zu Hause arbeiten können. Wir finanzieren komplett Kitas und Schulgebühren, damit sich Eltern auch eben in dieser Balance zwischen Arbeitsleben und Privatleben zurechtfinden. Wir haben Spezialurlaube, beispielsweise wenn es einen Todesfall in der Familie gibt, bekommt jeder Mitarbeiter nochmal 20 Tage zusätzlich bezahlten Urlaub und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge, die wir tun, damit diese Balance zwischen Privatleben und Arbeitsleben stattfinden kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Weiterbildung. Auch da hat die Jury gesagt, dass sie das sehr gut tun. Was ist Ihnen dabei wichtig, wenn es um dieses Thema Förderung und Bildung der Mitarbeiter geht? Ja, also wieder in der ITK-Branche findet ja derzeit ein unheimlicher Wettlauf von Innovation statt. Von daher müssen wir dafür Sorge tragen, dass unsere Mitarbeiter in dieser Geschwindigkeit sich auch weiter ausbilden können. Was wichtig ist, ist, dass da die Grundlage stimmt. Und wir bieten beispielsweise ein 5-stufiges Leadership Competence Framework an. Und in diesem Competence Framework können Mitarbeiter ihre Leadership-Fähigkeiten, die, egal was die nächste Welle der Innovation bringen wird, sehr, sehr wichtig ist. Das Ganze angelehnt an die Werte von Adobe, die auch nicht verhandelbar sind. Und so bilden wir Mitarbeiter weiter durch dieses Framework. Eine andere interessante Geschichte ist, dass wir für jeden Mitarbeiter ein Budget zur Verfügung stellen für externe Weiterbildung. Wenn also ein Mitarbeiter in Abstimmung mit einer Führungskraft ein interessantes externes Lernangebot findet, das Geld kostet, bekommt jeder Mitarbeiter das Budget zur Verfügung gestellt, das auch zu nutzen. Ein anderer interessanter Punkt ist, da geht es nicht so sehr um Lernen oder eine Ausbildung, sondern wenn jemand sich weiterentwickeln will, indem er eine tolle Idee oder Innovation umsetzen will, bekommt jeder Mitarbeiter, das haben wir 2012 eingeführt, eine Kickbox. Das ist eine Schachtel mit 1.000 Euro. Und ungefragt darf dann der Mitarbeiter das für eine Innovation, ein Projekt bringen, das er natürlich dann vorzustellen hat. Aber so wollen wir eben nicht daran scheitern oder Ideen sollen nicht daran scheitern, dass eben kein Geld da ist, sondern das wurde eingeführt 2012 und wurde sehr positiv angenommen. Und was tun Sie für die Führungskräfte? Was wird da, was ist da vorgesehen? Ja, also vielleicht zwei Punkte. Der eine Punkt, Führungskräfte, die neu einsteigen bei uns oder die befördert werden oder die vielleicht eine neue Aufgabe mit ihrem Team bekommen, können sich an einen Talent Development Manager wenden, der oder die dann zusammen mit der Führungskraft und dem Team in einem dedizierten Workshop definiert, was sind die Ziele des Teams, was macht uns besonders, was wollen wir erreichen, für was stehen wir, was ist unsere Vision, was sind unsere Werte, das ausarbeitet und somit der Führungskraft und dem Team die Möglichkeit gibt, ein solides Fundament zu erzeugen, um erfolgreich mit dem Team zu sein. Ein anderer Punkt, das ist der zweite Punkt, wir wachsen als Adobe weiterhin und im Wachstum müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir unsere Talente
aufbauen und dass wir zu der nächsten Generation an Führungskräften kommen. So, und dafür haben wir ein Programm ins Leben gerufen. Das ist tatsächlich besonders für Adobe in Deutschland. Das nennen wir Aspire. Und da nehmen wir besondere Talente, die sich ausgezeichnet haben durch tolle Leistungen, aber auch durch tolle interdisziplinäre Zusammenarbeit und helfen denen, die Grundlage zu schaffen, um Manager, um Führungskraft zu werden. Das heißt nicht, dass das eine Garantie ist, Führungskraft zu werden, aber wir bilden somit einen sehr starken Talentpool von tollen Talenten, die führen können, frühzeitig aus. Sie hatten es ja schon kurz erwähnt, aber trotzdem nochmal nachgefragt, was ist Ihnen wichtig bei der Auswahl dieser Talente von morgen? Ja, also diese Leistungsfähigkeit, dass Leistungen erbracht werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich ausgezeichnet haben, überdurchschnittlich zu performen, ist wichtig. Das anhand eines Kompetenzframeworks wieder. Dann aber auch das Potenzial, eben Teams zu führen, virtuelle Teams, sich zum Beispiel auch mit unserem Headquarter in San Jose gut abzustimmen und alignen zu können. Das alles sind Dinge, die jemanden auszeichnen, auch Führung und Verantwortung zu übernehmen. Und da achten wir drauf und somit werden diese Mitarbeiter nominiert und kommen dann in diesen Kreis der Aspire-Kandidaten. Noch eine letzte Frage in Bezug auf eine aktuelle Diskussion. Wie sieht es aus, was die Bezahlung von Männern und Frauen angeht? Gerade jetzt anlässlich des Internationalen Frauentags und auch des Equal Pay Days. Mhm. Wie handhaben Sie das? Ja, wir haben, also nicht nur haben wir uns sehr über den 8. März gefreut, der jetzt Feiertag ist für die Mitarbeiter, sondern wir haben tatsächlich diesen 18. März, das ist ja der Equal Pay Day, den haben wir gefeiert. Warum? Weil wir seit letzten Jahr Oktober tatsächlich Equal Pay erreicht haben bei Adobe. Das heißt, weltweit bei Adobe haben Mitarbeiterinnen, die in einer bestimmten Rolle sind, die exakt gleiche Bezahlung wie ein Mitarbeiter, der in derselben Rolle ist. Also Männer und Frauen in der gleichen Rolle haben exakt das gleiche Gehalt bei Adobe. Und ich habe das jetzt zweimal so präzise erwähnt, weil ich da immens stolz drauf bin. Und Adobe ist, glaube ich, eigentlich einer der ganz wenigen Arbeitgeber weltweit, der das von sich behaupten kann. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.